Willkommen zu einer neuen chilligen Runde Space Engineers von Keen Software House. Wenn ich in diese Richtung gucke, habe ich schon wieder irgendwas vorbereitet, ne? Jawohl. Hab ich. Ja. Scheißendreck sieht's aus, ja. Hier, siehste. Hab meine halbe Basis. Nein, nicht meine halbe Basis. Hab hier rumexperimentiert, abgerissen. Ich dachte, ich habe irgendeinen Fehler im Bau meines Schiffes. Was jetzt hier vorne steht. Erklärung, warum? Das steht sehr nah hier dran. Ich habe das Schiff per Hand geladen. Hier siehst du, ist es drin. Und warum ich das gemacht habe, zeige ich dir gleich mal hier mit ein paar Stahlplatten. Ich könnte... Was? Geh mal rein da. Jawohl. Inventar, verbundenes Inventar. Ich kann die da reinlegen. Ich kann die aber nicht da reinlegen. Irgendwas scheint zwischen der Verbindung von Cockpit zu Frachtcontainer kaputt zu sein. Nee, ist es nicht. Das geht nämlich. Seit wann kann man die Platten nicht mehr hin und her transferieren? Die Baumatz? Hä? Ich habe Ewigkeiten gebraucht, um herauszukriegen, dass es nur da dran liegt. Und damit du dich jetzt richtig kaputt lachen kannst. Also ich habe da umgebaut natürlich. Ich habe hier halb zerlegt, um einen Fehler zu finden. In irgendeinem Speicherstand war dann hier mittendrin eine oder ein kleines Förderband, da fehlten zwei interne. Wir haben sie aber alle fertig geschweißt. Die hätte dann kaputt gehen müssen bei irgendwas. Die anderen waren alle ganz. Dann habe ich hier zu viel abgeschweißt, dann ist mir der Arm hier runtergefallen mit Bohrgerät. Da habe ich einen alten Speicherstand geladen, da war auf einmal alles wieder da. Da habe ich auch den Fehler hier drin nicht mehr gefunden. Dann dachte ich mir, verbindest du mal den Verbinder, vielleicht kannst du da was hin und her. Kannst vergessen, Scheißendreck, ging auch nicht. Dann habe ich hier hinten weiter, das siehst du jetzt nicht. Hier unten, ja, jetzt siehst du es, hier unten ist ja noch ein Eingang, habe ich den mit verbunden, Scheißendreck geht auch nicht. Ja, und danach dachte ich dann nur noch, ja, wo wir einmal bei Scheißendreck sind, stellt sich hier hin und da rausnehmen und da reinschmeißen, brauchst du dich nur drehen. Ja, wir haben jetzt hier 46.870,75 Liter drin. Diese dänglische Schreibweise, ich schon mache. Hier gehört der Punkt hin und da ein Komma. Mann! Ja, das haben wir jetzt drin. Also wir sind komplett full. Wir haben Eis komplett full. Ich habe hier im Cockpit Munition mit nochmal 3 Liter, 6000. Ja, hochkommen werden wir vielleicht. Ich habe vor, im Weltraum eine kleine Basis schon mal hinzustellen, damit wir da oben dann nur noch entladen müssen und verarbeiten müssen. Die werden wir dann Stück für Stück ausbauen. Der Ball hier oben, der ist weg. Halloween. Ja, haben sie mich schön verarscht, Keen Software House. Dankeschön nachträglich. Ich habe natürlich versucht, dort zu landen. Bis ich da mal nachgelesen habe und es wäre ja viel zu gruselig, wenn man da landen könnte. Unterwegs habe ich Eis gefunden, aber den Speicherstand habe ich natürlich jetzt wieder gelöscht. Und auch kein Platin, von daher war es Bumstralara, Bumstralara. Und ja, ich bin da oben anderthalb, nee, zwei Stunden. Eine halbe Stunde habe ich voraufgenommen und danach bin ich nochmal anderthalb Stunden immer Richtung gefloren, aber nichts passiert. Nicht näher gekommen. Ja, hier habe ich noch weitergebaut, weil ich gedacht habe, es ist vielleicht hier irgendwas schief gelaufen, aber nö. Laden konnte ich einfach nicht. Und das heißt für uns, wir düsen jetzt einfach, zweifach, dreifach, entriegeln. Ah, da sehe ich dich gleich hier. Das ist schön. Wir bräuchten jetzt... Komme ich damit? Was? Nur mit denen. Halleluja. Mach die mal bitte wieder aus. Wenn ich das sehe, ich habe was vergessen. Nein! Wir wollten noch hier hinten noch ein paar Düsen dran machen. Ah! Die ganzen Batterien brauchen wir auch nicht mehr. Aber was wir einmal dran haben, haben wir dran. Na, das brügelt mich jetzt ein. Dann lade ich ja die ganze Zeit die Batterien mit dem... Naja gut, da sind 500 drin. Der Diät. Was brauche ich jetzt überhaupt für Düsen? Hydrogenfraster. Heißen die noch so? Oder sind sie schon eingedeutscht?
Nö, Large will ich nicht, will die Kleinen haben. Und ja, die Kleinen, ich könnte hier überall große dran zimmern, aber das bringt uns im Moment nicht viel. Das machen wir dann mal später, wenn wir noch mehr Düsen brauchen. Die Kleine kannst du mir wohl nicht zeigen, so? Oder ist das für dich die Kleine? Hä? Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Kommen wir da oben auch dran? Nee, ne? Was? Ist die schon fertig? Wow! Wow! Oh. Schnieke, wir brauchen Stahlplatten. Was hast du denn sonst noch so einstecken? Aha. Ach komm, gewohnterweise kleben wir überall die Stahlplatten dran. Ach Quatsch, das geht bis hier. Das waren nur die Stahlplatten, die haben wir komplett fertig. Nice. Da, warte, so, Stahlplatten sind drin. Wir brauchen Herstellungskomponenten. Komponenten nur noch. Oh, da wird's eng. Da haben wir nicht mehr viel da. Genau, 27. Schön. Kontrollfeld. Produktion. Da kannst du gleich ein paar herstellen. Ich will ja nicht wiederkommen zum Bauen, aber man weiß ja nie. Steuerrohr groß. Dürften wir noch da haben. Na, oh, jetzt fehlt ja wieder alles. Dann holen wir erstmal Steuerrohr groß. Ja, ich weiß, mittlere Maustaste, ne? Hattest du mir extra gesagt. Aber ich dachte, diesmal kriege ich es so hin, dass wir hier schon genug drin hatten. Hier fehlen nur noch Herstellungskomponenten. Metallgerüst. Dito. Der ist jetzt fertig. Wieso zeigst du mir Metallgerüste 4 ein? Stimmt doch gar nicht. Metallgerüste, Herstellungskomponenten. Mama. Metallgerüste haben wir auch nicht mehr da. Ach ne, die hätte ich ja auch erst produziert. Das stimmt. Inventar. Montageanlage. Gib mal her. Ja. Viel mal. Doch, kannst du tragen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ab. Fertig. Und. Fertig, fertig. Bevor ich aus dem Himmel plumpse. Fertig, fertig. Im Stand verbraucht er sowieso nichts. Rassia! Lade ich nochmal auf. Sonst kostet es nur Strom und Hydrogen im Wasserstoff, im Cockpit. Ins Cockpit müssen wir jetzt sowieso. Wir müssen in die Gruppen gucken. Hydrogen, Wasserstoff. Da müssen die anderen jetzt mit rein. Warte mal, wir müssen die erstmal. Ja, komm. Was? Nee. Das ist jetzt nicht. Normal, Hydrogen und. Könnte man die nicht mit Steuerung dazu? Ach so, ja, jetzt. Vorwärts, 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 vorwärts. Speichern. Ein Aus. F, nicht D, F. F, hab ich gesagt. Sind aus. Damit haben wir auch alle getroffen. Weißt du, dass die auch alle wirklich in der Gruppe drin sind und dann wirklich auch alle aus sind? Mit Steuerung, linke Maustaste, wenn du dann hier reinklickst und dann speichern, kannst du dazu adden, also dazu speichern. Da, 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 da. Ui, 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 ui. So. Dead Hammer, wie sieht's denn bei mir im Inventar aus? Bottle hab ich. Kann ich die nicht hier drinnen auch? Nicht leer. Sauerstoffgenerator. Kannst du nicht?
Nein, dazu brauche ich einen Sauerstofftank. Ach so, den sehe ich ja nicht so, weil er leer ist. Sauerstofftank. Komme ich von hier wieder nicht rein. Ich könnte manchmal aber auch echt bröckeln. Komme ich so rein? Ey, die sind doch aber alle untereinander verbunden. Das ist... Langsam geht es mir echt auf den Keks. Die hängen ja alle im Konveyernetz dran, weißt du? Komme ich so ran an den Sauerstofftank? Ha, auch nicht. Toll. Aber hier gehen wir doch auch nur an den ran. Bäh, das war X. Hier gehe ich so an den Sauerstoffgenerator. Aha, so rum war das. Und wieso komme ich dann von hier nicht an den Sauerstoffgenerator? Die sind alle übers... Das Eis können sie verarbeiten. Aber ich komme dort nicht. Hydrogen. Dann ist es so, dann muss ich öfter hin und her düsen. Ich habe keine Ahnung, woran es jetzt liegt. Ich kann es dir echt nicht sagen. So, geht weiter. Ich musste kurz eine Nase putzen. Wir haben Verriegel. Dann entriegeln wir. Dann nehmen wir... Ach, jawohl, die lassen wir erstmal aus. Nee, so kommen wir nicht hoch. Und mit der 8 kommen wir hoch. Dann soll ich aber die Dämpfer erstmal ausmachen. Da kommen wir viel schneller hoch. Dann geben wir jetzt mal Vollgas. Und düsen in das Weltall, Weltall, Weltall. Ah, ich versuche so zwischen 97 und 98 zu bleiben. Das ist einfach Tippelgas. Ah, ein bisschen mehr machen. Huch, nee, so lange wollte ich gar nicht drauf stehen bleiben. Ah, ist schwierig. Ich will auch nicht zu stark klacken, weißt du? Jetzt merkst du, dass die Gravity langsam weggeht. Dass die 7er Düsen sozusagen nicht mehr viel bringen. Obwohl du es noch gar nicht siehst. Also du merkst wirklich, du musst länger auf der Space-Taste bleiben. Wir sind gerade erstmal bei 5000 Metern. Warum muss ich aber hier nah auf der Anzeige hier klotzen? Und für den Strom könnte man dann die 7 eigentlich ausmachen, ne? Oh, nee. Das ist noch eine gute Unterstützung. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und übrigens zur Frage, ob es auch Planeten gibt, die man da bereisen kann. Links siehst du diesen blauen Planeten dort, dieses bunte Bällchen, wie ich das auch schon in den Kommentaren beschrieben hatte. Da kannst du dann hinreisen. Aber wie gesagt auch, oder wie dort schon beschrieben, nimm dir ein paar Waffen mit, nimm dir Munition mit. Bau dir eventuell ein größeres Schiff und eine Sprungeinheit rein. Denn das dürfte CV Korax, wisst ihr ungefähr, wie weit das weg ist? Wie viele Lichtjahre? Alter. Aber direkt Lichtjahre können es gar nicht sein, ne? Da wärst du wirklich Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte unterwegs. Selbst mit unseren 100 Meter die Sekunde hier. Das reicht mir schon im normalen All. Kann man sich ja ausrechnen, wie viel man da schafft. Ja genau, 100 Meter die Sekunde. Ja, ja. Mal 60, dann hast du das in einer Minute. Bah! 6 Kilometer die Minute. Könntest du nochmal mal 60 rechnen, oder ist es dann kmh? Kilometer pro Stunde! Eieieiei. So, jetzt könnte ich auch die 7 ausmachen, oder? Jawohl. Jetzt sind wir wahrscheinlich nicht mehr ganz so stark angezutscht. Strom reicht für 24 Tage, 26 Tage, wird immer mehr. 19 Tage, 21 Tage,
Wasserstoffproduktion läuft natürlich auch auf Hochtouren. Ja. Ich habe schon wieder eine Kräte im Hals. Wo kommen die denn immer nur her? Wie kann das geschehen? Könnten wir mal wieder nach oben klotzen. Denn nicht, dass hier irgendwo wieder so ein Ball auftaucht. Beim Hochfliegen hatte ich das Problem, als ich hier den roten Ball verfolgt habe, dass hier wirklich in der Nähe Asteroiden waren. Viel näher als beim letzten Start. Das waren nur ein paar Meter, die dann an mir vorbeigesegelt sind hier. Das ist unangenehm. Wenn du denkst, dir fällt der Himmel auf den Kopf. Im wahrsten Sinne, im wahrsten Sinne des Wortes kannst du gar nicht sagen. Der fällt ja nicht. Ich wäre dann reingeplumpst. Übrigens haben wir da gleich den nächsten Planeten, den grünen da hinten. Passt. Haben wir ja mal richtig Glück hier in der Folge, wa? Ich wollte mich ja nur mal umgucken, wo die nächsten sind. Da ist wieder der Ball, zu dem ich will. Von hier aus könnte es der Mond sein, wenn man das so sieht. Wenn man näher fliegt, dann nicht mehr. Dafür ist er zu nah. Oder? Aber wir müssen auf jeden Fall dahin zu dem Ball. Da werde ich mir mal viel Zeit nehmen müssen. Ja, und hier kommen schon wieder die ersten Asteroiden. Das mit 80 Metern. Was ist das? 80 Meter? Wir sind ja 0,16 Gravity. 0,15. Ja, mit Schwarzen geht das viel schneller. Das stimmt. Gehen wir nochmal hier. Yes. Ja, Solinum. Wir wollten hier oben zum Nickel, da mit 17 Kilometern. Geben wir nochmal Gas. 0,14. Ja, geben wir richtig Gas hier. Wir haben gerade wieder 51%. Wie sieht es denn aus mit dem Eis? Ist schon was angekratzt? Ja, ein bisschen. Hier drin ist... Jo. Jetzt macht das im Cockpit. Oder habe ich dort nochmal... Ne, ich habe sie ja nochmal vorher gemacht, ne? Normalerweise müsste es ja auch im Cockpit machen. Ist ja alles verbunden. Oder auch nicht. So wäre auch schon interessant, was das hier für Brocken sind. Demnächst werden wir natürlich auch wieder mehr erkunden. Aber erste Mal werden wir da oben beim Nickel irgendwas aufbauen. Gucken, wie weit wir kommen. Und dann muss ich Platin suchen, weiterhin. Das lässt mir erstmal keine Ruhe. Ja, wir müssen nochmal weiter Gas geben. Wir müssen höher. Wir sind erst bei 0,09. Deswegen werde ich die hier neben mir auch nicht erkunden. Da würde ich die ganze Zeit nur angezutscht werden. Das bringt uns nichts. Da können wir doch schon immer näher. Da bauen wir uns dann unsere... Basis. Das hat schon wieder so einen roten Schein da oben. Wir sind bei 0,08. Dann können wir nochmal Yes geben. Jawohl. Ja, mit 266 Tonnen ist das nicht so einfach. Das ist schon ein ganz schönes Brommergewicht. Uran müssen wir auch bald wieder auftreiben. Ne, das ist... Ich brauche größere Klumpen, wo mehr dran ist. Sind da hinten Nickel? Ja. Achso, die Boje ist ja jetzt auch wieder angezeigt. Na, ja. Gut, den können wir doch nicht erkunden, erforschen. Das bringt nichts. Nickel, jawohl. Nickek, wie ich so gerne schreibe. Ja, Entschuldigung. Ist das der Krake dort? Ne. Sieht fast aus wie ein kleiner Panzer. Panzer! Jo, Welt 32 gespeichert. Autospeicherung habe ich immer noch an. Können wir nebenbei noch was erkunden, ne? Ich will jetzt aber auch nicht Vollgas geben. 0,05. Was? Oh, leck. Schon wieder irgendwas passiert hier, oder? Waren die vorhin schon da?
sind so viele. Aber da hätte ich doch hier schon die Bremse reinschlagen müssen. Ne, wir müssen erstmal hier ganz hoch. Dann schlagen wir die Bremse rein. Was? Supreme? Engineering kommt Freiter. Kommerzieller? CV, den meintest du, hä? Wir sind gerade durch eine Runde durch. Nicke ist auch nur noch 5 Kilometer weg. Ich hau mal die Bremse rein und dann gucken wir uns den mal nächste Runde an. War das das, wo du meintest, ich krieg da einen Arsch voll? Mit ein paar Löchern im Raumanzug? Mach mal Dampmaß ein. 8 Kilometer weg. Aber wir können im Moment nichts mitnehmen. Das ist blöd. Ja, macht nichts. Wir wissen ungefähr, wo es hingeht. Nächste Richtung. Nächste Runde geht es in diese Richtung. Da bauen wir uns ein bisschen was auf. Und wenn wir das Schiff leer haben, können wir uns dann El Cuyumpe da irgendwo mal angucken. Und ich bedanke mich fürs Reinschauen, Vorbeischauen, Zuschauen. Dankeschön. Wenn es dir gefallen hat, sehen wir uns eventuell in der nächsten Runde wieder zu einer chilligen Runde Space Engineers von Keen Software House. Bis dahin, auf Wiedersehen und Tschüssikowski.